Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir Bubblegloop Swamp komplett abgeschlossen, war aber noch sehr, sehr knapp. Ich wäre da fast noch gestorben, aber hat gerade noch so funktioniert. Und jetzt können wir durch diese Notentür hindurchgehen und neue Orte hier in Grundhildas Reich erkunden. 400 haben wir, das reicht locker. Abdancen! Wir haben sogar schon die nächste Welt auch geöffnet beim letzten Mal, Freeze Easy Peak. Aber erstmal, hier übrigens starke Slowdowns, würde ich mal anmerken. Das war im originalen Banjo-Kazooie wahrscheinlich auch schon so. Aber auch hier bei der Switch-Version. Naja. Ah, okay, kann ich kaputt machen? Ja. Ja, hier gibt's echt. Also hier ist die Framerate gerade die ganze Zeit irgendwie sehr viel niedriger als normalerweise. Naja. So, erstmal gegen killen. Und da ist irgendein Schalter, der, glaube ich, eine Sprungplatte erscheinen lässt, oder? Genau, hier nämlich. Mhm. So. Sogar die Federn haben jetzt eine niedrige Framerate als normalerweise, glaube ich. Naja, ich weiß auch nicht, warum jetzt hier die gerade am Abstinken ist, die Framerate. Weil ist hier wirklich so viel mehr los als in den anderen. Diese goldene Vase da, kann die das Spiel nicht darstellen, nicht gescheit, weil die so schön ist? Ich weiß es nicht. Aber ich will da mal rein. So. Komme ich jetzt sogar... Ah, genau, jetzt komme ich nämlich hier oben raus. Yeah! Wunderbar! Gehör. Das haben wir ja mit dem Schalter in Bubblegloop Swamp geöffnet. Da haben wir ja den Hut von Grundhilda Statue kaputt gemacht. Und wenn man in die Vase reinspringt, dann kommt man da oben aus dem Loch raus und kann dann eben durch den zerstörten Hut hindurchfallen und dann sich unten das Puzzleteil holen. Genau, okay. So, jetzt aber noch kurz den Rest hier erkunden. Also hier ist dann gleich eine andere Welt. Nämlich auch etwas passend hier zu diesem Bereich hier, eine Wüstenwelt. Dürfte das sein. Ah, da ist noch ein Totenschädel. Moment, den will ich kurz haben. Ich kann bockern. Jetzt mal kurz. Von da kam ich gerade, da war ich gerade schon. Da ist ein Durchgang und da ist ein Durchgang. Ich glaube, hier geht es dann zu der Wüstenwelt hin. Aber die habe ich ja noch gar nicht geöffnet, deswegen da kann ich eh noch nichts machen. Ja, da hinten ist dann der Eingang. Richtig. Okay, das geht eh noch nicht. Dann lasse ich das mal. Und dann gehe ich erstmal noch den anderen Weg entlang. Nämlich diese Treppe hier nach oben. Genau. Okay, da ist nochmal ein komplett neuer Bereich. Okay, da hinten 350. Das werde ich aber auch wieder erstmal nicht machen. Ich mache zuerst alles andere. Hier. Ich glaube, die Netze kann ich kaputt machen, wenn ich da Eier drauf schieße. Ja. Und man könnte sie auch drauf kacken. Geht auch. Zack. Hier ist aber nichts darunter. Aber kann sein, dass da später irgendwas erscheint oder so. Weiß ich nicht sicher. Ja. Ah genau, da hinten ist schon Eis. Da ist dann Freeze Easy Peak. Genau. Also wir können heute auf jeden Fall mit Freeze Easy Peak schon starten. Natürlich nicht komplett abschließen, aber starten eben schon. So, hier ist die nächste Notentür. Die werde ich noch nicht öffnen. Kann ich sogar noch gar nicht öffnen. Ich habe gar nicht genügend dafür. Ich habe erst 400. Da ist noch ein Netz. Und, ah, da ist wieder ein Kessel. Okay, machen wir gleich mal auf. Zack. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde 2. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Genau, gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Okay. Und hier oben. Okay, da ist wieder eine Grundhilda-Statue. Die ist aber ziemlich selbstverliebt. Und wieder hier ihre Schwester. Wenn ihr in diesem Tempo weitermacht, die ganze Welt über euch lacht. Ist das so? So, gib mal wieder ein paar neue Tipps. Ich habe eh schon wieder alle vergessen, glaube ich. Zum Frühstück isst sie zerquetschte Froschaugen. Dann noch mehr. Zum Abendessen gibt es Fledermausburger. Das Warzengesicht liebt zum Nachtisch Hackepeter mit Marmelade. Ekelhaft. Da stimme ich dir zu. Ekelhaft. So, sonst ist hier oben nichts mehr. Doch, da ist noch ein Gang. Ja, da komme ich aber nicht hin. Ne, ist glaube ich nur ein Ausgang dran. Da unten geht es ja zu Freeze Easy Peak eben. Aber da unten ist noch ein Spinnennetz mit einem Durchgang. Ja, ich habe ja schon oft gesagt, Grundhildas Reich, da kenne ich mich am wenigsten aus. Also da werde ich mich auch ab und zu mal verlaufen. Okay, ich meine, da hinten ist ja Freeze Easy Peak. Deswegen will ich erstmal gucken, was hier noch ist. Ach, da ist nochmal ein Kessel sogar. Okay, den mache ich auch mal kurz auf. Haben wir hier sogar zwei. So, da könnten wir die Farbe vielleicht schon haben. Den haben wir, glaube ich, schon, ja. Ah, das wird sogar angezeigt, wenn man den anderen schon hat. Okay, das ist ganz im Anfangsbereich. Okay, sehr gut. Mhm. Abkürzung erspart viel Lauferei. Genau, dankeschön, das ist nett. So,
Genau, hier ist ja auch noch eine Notentür. Stimmt, es gibt sogar zwei Notentüren hier. Da könnte ich sogar schon durch. Mache ich aber trotzdem mal nicht. Ich mache jetzt erstmal eben dann Freeze Easy Peak. Die nächste Welt gleich. Ja, genau. Und Freeze Easy Peak, also diese Eiswelt, wo ich jetzt hingehe gerade, die wir schon geöffnet haben, und die Wüstenwelt, wo wir gerade eben waren, die hängen, glaube ich, auch so ein bisschen zusammen. Weil Freeze Easy Peak und auch die Wüstenwelt, Gobi's Valley heißt sie, glaube ich, die sind ein bisschen besonders, weil die kann man beim ersten Mal besuchen nicht zu 100% abschließen. Da muss man backtracken. Dann ist es, glaube ich, so, dass es in beiden Welten eine Fähigkeit gibt. Und um die beiden Welten zu 100% abzuschließen, braucht man die jeweils andere Fähigkeit aus der anderen Welt. Also hier in Freeze Easy Peak kriegen wir eine Fähigkeit, die wir dann für Gobi's Valley brauchen. Und in Gobi's Valley kriegen wir eine Fähigkeit, die wir für Freeze Easy Peak brauchen. Glaube ich zumindest. Weil hier sind schon Laufschuhe. Denkt nicht, ihr könnt etwas benutzen, bevor ihr, achso, okay, bei Bottles gelernt habt, wie es funktioniert. Genau, läuft auch im Timer, aber ich bin, glaube ich, zu langsam. Jetzt reden alle durcheinander. Vogelbeine mag ich sehr, sie sind ein leckeres Dessert. Ich dachte, du würdest lieber zum Nachtisch, was? Hackepeter mit irgendwas essen wollen. Nicht sicher, naja. So, genau, die Laufschuhe habe ich noch nicht, deswegen... die kriege ich sogar, glaube ich, auch nicht in Freeze Easy Peak. Die kriege ich, glaube ich, dann in Gobi's Valley. Aber ja, egal. Neue Welt auf jeden Fall. Freeze Easy Peak. Let's go. Aber wir können die jetzt eben nicht zu 100% abschließen. Es gibt auf jeden Fall einen Puzzleteil, was nicht geht, was mir gerade im Kopf vorschwebt. Mal schauen. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Mhm. Mal sehen, ob ihr ihn findet. Ich hoffe doch. So, also eine schöne Eiswelt haben wir hier. Auch so ein bisschen weihnachtlich ist die. So, erstmal einen Igloo. Mit einem toten Kopf. Ich kann buckern. 15 haben wir schon wieder. Heul, wo sind die Geschenke? Unser Papi Boggy wollte uns etwas mitbringen und ist schon so lange weg. Euer Armen wollen alle Geschenke. Ja, die werden wir aber schon auch noch finden. Ja, nicht so rumheulen. Und ihr Papi ist auch noch weggelaufen, der Arsch. Ne, den werden wir schon auch noch finden. Und auch Geschenke werden wir hoffentlich mitbringen können. So, ja, die hebe ich mir sogar auf, weil ich habe aktuell volle goldene Federn. Aber vielleicht werde ich hier ein paar brauchen. So, Freeze Easy Peak ist auch schon wieder gar nicht so einfach. Mal gucken, wie ich mich hier so anstellen werde. So. Das ist doch sogar, glaube ich, ihr Papa, oder? Der da. Doch, genau, ja, ist er, stimmt. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Hm. Bitte helft dem armen Boggy, aua. So, ich glaube, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Genau, das geht nicht. Man braucht noch mehr Kraft. Um das ihn auskotzen zu lassen, das Puzzleteil, was er gefressen hat, der Vollidiot. Aber später werden wir ihm da noch helfen können. So, er nicht zu weit springen. Ja komm, nimm halt mit. So, dankeschön. Okay, perfekt. So, ein großes Areal haben wir jetzt wieder vor uns mit bösen Schneemännern, die uns abschießen wollen. Ich muss, glaube ich, erstmal gegen die Schneemänner was unternehmen, das ist am wichtigsten. Da, ja, hier ist ganz viel Zeug, viele Geschenke und so, da ein Weihnachtsbaum zu halb. ich glaube, die Fähigkeit ist sogar gleich hier irgendwo. Die ist hier nicht so schwer zu finden, meine ich. Genau, hier, perfekt. Nehmen wir uns die davon mit. So, eine sehr coole Fähigkeit, wie ich finde. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kasumi. Klingt super. Erzähl mehr, Blindschleiche. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Sturzflug auf ein Ziel herabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Mhm. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen kann. Beibringen wollte. Yay. Dankeschön. Genau, in der Luft haben wir jetzt einen neuen Angriff. Oder überhaupt einen Angriff. Wir können nicht nur einfach entlang fliegen. Oh, der schießt mich ab. Wir können auch, einen Angriff machen und damit vor allem auch diese Schneemänner hier besiegen. Und wir können uns auch schneller von A nach B bewegen, wenn wir fliegen. Ist auch gut. Ist eben so ein Dash-Angriff. Kann ich gleich mal austesten. So. Denn die Schneemänner haben freundlicherweise alle ein rotes X, was man treffen kann. Ja, man müsste aber auch treffen. Wenn man vor allem sie nicht erwischt, dann tut es ein bisschen weh. Hat man schon gesehen. Hier ist noch ein Walross. Puh, jetzt kann sich Wasser heraustrauen. Und der hat ein Puzzleteil. Willst du es mir geben? Freundlicherweise? Willst du? Ein böser Bär! Nein, gib mir doch das Puzzleteil! Gib mir das Puzzleteil! Und er versperrt auch noch den Weg. Na gut. Dann halt erstmal nicht. Aber ja, ich will sowieso die Schneemänner hier töten. Das ist das Wichtigste, dass man es gleich zu Beginn macht. Weil die sind ziemlich nervig, weil die einen von überall aus abschießen. Und mal noch die aufheben. Und ja, genau. Man kriegt sogar, glaube ich, was, wenn man die besiegt. Also ich glaube sogar ein Puzzleteil. Muss man also eh machen. Und es lohnt sich auch, die zu besiegen, einfach nur, weil es ansonsten nervig ist.
Aber es ist eben gar nicht so einfach, die zu treffen, finde ich. Oh Gott. Bam. Okay, das war ein Treffer. Sehr gut. Genau, da ist ein Totenkopf darunter. Merke ich mir mal. Aber erstmal noch, solange ich in der Luft bin, noch die anderen versuchen zu besiegen. Bam. Da ist der Schalter. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, ja. Bam. Man muss auch wirklich den Boot erwischen. Sie am Körper zu erwischen reicht nicht. War hier nicht noch einer? Ne, den habe ich gerade schon besiegt, oder? Ne, okay, passt. Hier sind keine mehr, ja. Aber da hinten, also in der gesamten Welt, ansonsten sind noch mehr. Da eben zum Beispiel ist noch einer. Ein bisschen höher. Nicht zu hoch. Ach komm, das war doch nicht zu hoch. Mann. Genau, da hinten ist schon wieder die Verwandlung, haben wir gesehen. Er ist echt doof, dass ich da zu blöd bin zum Zielen. Aber ist auch nicht so einfach, finde ich. Ich kann mich sogar hier wieder ein bisschen hochheilen erstmal. Was wollen die Eisblöcke eigentlich von mir? Na was? Was fällt dir ein? Geh weg. Selbst die Eisblöcke haben Augen. Und sind süß. Dann gehe ich halt erstmal hier den Schal hoch. Das ist auch okay. Da können wir sowieso einiges mitnehmen. Rote Federn, die kann man kaum erkennen, die roten Federn. Das sind rote Federn. Hier. Stimmt, jetzt kann ich ja sogar ein paar einsammeln. Ich habe ja gerade ein paar hergegeben. So. Ein langer Weg hier nach oben. Ich meine, die Welt so ein bisschen chaotisch leider bisher. Was halt daran liegt, dass ich eigentlich ja die Schneemänner killen will, ich aber zu blöd dafür bin. Aber gehe ich halt erstmal hier hoch. Ist auch okay. Sehr viele Noten kann man hier gleich mitnehmen, nämlich. So. Habe ich jetzt eine verpasst? Ja. Nicht vergessen. Kann man echt schwer erkennen. Hätte man es nicht andersrum machen können, dass die Noten auf dem roten Hintergrund sind und die Federn auf dem gelben? Naja. So, Federn jetzt lieber auslassen. Kann ich mir eventuell noch später mitnehmen. Da ist eine goldene. Aber goldene brauche ich eh keine mehr. Genau, hier ist dann das. Ja. Ja, hier ist noch einiges an Zeug. Ich meine, da könnte ich ja auch einfach hinfliegen. Zu dieser Plattform da oben. Ist da noch was anderes? Ah, da ist ein Jinjo. Okay. Ja, komm, das schaffe ich schon. Okay, passt. So, es gibt auch hier überall Eisphysics. Also man rutscht ja auch mehr als normalerweise. Muss man auch ein bisschen drauf aufpassen. Weil vor allem hier ist man jetzt schon ziemlich weit oben. Und wenn man hier runterfällt, dann tut es weh. Der Fallschaden hier in Banjo-Kazooie ist echt ziemlich stark. Wenn man aus großer Höhe fällt, dann kann man auch sofort tot sein, wenn das eben zu hoch war. Also da muss man echt ein bisschen drauf Acht geben. Vor allem bei solchen Welten hier, die sehr weit nach oben gehen. Ah, hier ist ein Geschenk. Aha. Mhm. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Wunderschön. So, da oben ist sogar auch noch was. Aber wenn ich jetzt schon mal eine Flugfähigkeit wieder habe, dann geh mal nach unten. Aber nicht zu weit nach unten. Okay, sehr gut. Dann werde ich mal nochmal versuchen, die Schneemänner zu killen. Die anderen, die noch fehlen. Man kann hier aber sowieso noch mit der Flugfähigkeit auch ganz, ganz viel anderes Zeug machen. Also es gibt hier wieder, wie üblich, sehr, sehr viel zu erkunden in dieser Welt. So. Das trifft doch schon, oder? Von hier aus. Los. Bam! Sehr schön. Okay, Volltreffer. Nice. Und genau, da ist auch noch einer. Das könnte aber jetzt der letzte sein. Ich glaube, beim letzten dürften wir eigentlich ein Puzzleteil bekommen, oder? Ja, das war zu tief. Ja, machen wir mal einen Umweg. Einmal ganz kurz. Wie gesagt, man muss genau den Hut erwischen. Echt nicht so einfach. So, jetzt aber. Und? Rums! Ah ne, okay, aber eine leere Honigwabe, das ist sogar auch sehr wichtig. Doch, genau, es gibt schon mal ein Puzzleteil. Da oben nämlich, ganz, ganz oben, kann ich jetzt direkt hinfliegen. So, da muss ich jetzt ein paar goldene Federn, nicht goldene, ein paar rote Federn hergeben, um an Höhe zu gewinnen. Aber ist schon okay. Na, es sind schon einige. Ich könnte ja nochmal notfalls den Schal nochmal entlang laufen. Und dann könnte ich ja wieder meine Federn einfach auffüllen. Das könnte ich machen. So, ganz nach oben. Okay, sehr gut. Ah, da ist nochmal ein Eisbruchgegner. Bam. Stirb und stirb. Okay, sehr gut. So, Puzzleteil. Wunderbar. Ja, Puzzleteil Nummer 1 hier in Freeze Easy Peak und es werden hoffentlich noch viele weitere kommen. So, nicht runterfallen. Ich weiß gar nicht, hat Kazooie auch Eisphysics? Jetzt sie nicht, okay, genau. Sie kann hier schöner entlang laufen, weil Banjo rutscht da wirklich zu sehr. Banjo rutscht ja ansonsten bei schiefen Ebenen auch sehr leicht runter, also bei sowas ist Kazooie dann ein bisschen besser. Okay, dann haben wir glaube ich hier oben erstmal alles, wunderbar. Da könnte ich nach unten dann zurückfallen. Okay. Ist ja noch was anderes oder nur Eier? Rote Federn wären mir jetzt hier sogar auch lieber gewesen. Aber es gibt ja schon sehr viele rote Federn hier in der Welt.
Aber man braucht ja dafür auch einige, natürlich. Nee, hier ist nichts mehr. Okay, passt. Dann runter. Und ja, dann möchte ich mal... Also ist in der Pfeife nicht auch was übrigens? Ah, ich wollte gar nicht fliegen. Scheiße. Ich wollte springen einfach nur. Ich glaube, in der Pfeife ist was, oder? Oh Gott. Lande ich? Oh Gott. Oh nein. Nicht daneben springen. Ja, Hilfe. So, ganz ruhig bleiben. Kann ich die Kamera hier nicht ändern? Oh Gott, ich springe jetzt sowas von daneben. Nee, passt. Ach, ein Puzzleteil sogar. Echt krass, das habe ich nicht gedacht. Ich habe ja schon gerade gesehen, dass was glitzert. Ich hätte eher wieder an eine leere Honigwabe gedacht. Aber einfach so ein Puzzleteil. Warum nicht? So, und hier ist noch ein Schlitten. Ja, oh. Ikambokan. Bam! Und das hat ausgereicht. Das tut gut. Wirklich? Hey, ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Willst du jetzt nicht zu deinen Kindern heimgehen, du Arsch? Und denen Geschenke bringen? Nö. Denk nur an sich. Aber Puzzleteil kriegen wir. Ja. Und ob das wirklich so gut tut, wenn aus so einer Höhe ein Bär auf einem Schlitten auf einen drauf fällt, ich weiß ja nicht. Aber na gut. So, hier ist... Genau, hier ist was. Stimmt, das Wasser übrigens hier. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das Wasser ist sehr kalt. Und wenn man da zu lange drin ist, dann dürfte man, glaube ich, Schaden nehmen. Wieder so ein Eisbockgegner. Bringt es irgendwas, den zu besiegen? Ich glaube nicht eigentlich, oder? Mach mal kurz. Nee, kann man halt nur ein bisschen sich heilen, wenn man will. Na gut, ja. Ja, ich mache erstmal kurz... Also ich kann es mal ganz kurz zeigen. Hier. So, man nimmt sogar ziemlich schnell Schaden. Ist dir das Wasser zu kalt, Banjo? Dann bleibe lieber draußen. Ein Kristall! Oder ein Eistapfen mit Augen, natürlich. Also erstmal gehen wir zum Geschenk. Was ist hier? Wir sind die Twinklies mit Augen. Beschütz uns auf dem Weg zum Baum vor den Lichterfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Da sind die Lichterfresser. So, und genau in dieser Zeit müssen mindestens 10 Stück, ja, ist okay, 10 Stück von den Lichtern da hinkommen und die kommen halt immer wieder nach, die Lichterfresser. Und müssen die immer schön besiegen. Okay, der dürfte, glaube ich, auch durchgehen. Nee, der Grüne wurde gerade gefressen, echt, warum? Mann. Oh, das ist halt doof, wenn die genau da, ich habe gerade schlechtes Timing, wenn die genau so rauskommen. Ja, eigentlich, ich mache das total falsch. Eigentlich müsste man das so machen, dass man die immer von vorne nach hinten quasi besiegt. Ja, genau. Also den hier zuerst, dann den mittleren und dann den hintersten. So, aber der kommt jetzt auch durch, der Grüne. Gut. Wie gesagt, eigentlich mache ich das falsch von der Reihenfolge her. Aber das Zeitlimit ist schon relativ nett. Das dürfte ich schon schaffen können, hoffe ich mal. So, der kommt gleich wieder. Jetzt habe ich einen ganz guten Überpreis. Genau, jetzt kommen einige durch. Sehr schön. Der kommt auch wieder durch. Ja, der nicht leider. Machen die auch gleich weg. Okay. Blaue kommt durch. Und nach dem Blauen brauche ich nur noch einen weiteren, der Orangene da. Und dann haben wir schon. Er ist sogar doch ein bisschen eng von der Zeit her. Aber hat funktioniert. Ja, war aber knapp. Einen weiteren hätte ich nicht mehr geschafft sogar. Weil der letzte auch nochmal aufgefressen wurde. Okay, und ein On-Schalter ist erschienen. Puh, ziemlich knapp. Aber es hat ja geklappt. So ist es. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Mhm. Der ist hier hinten. Den kann man abschießen. So, ich muss mal treffen. So. Zack. Yeah, es ist Weihnachten! Hurra, findet den Stern und ihr werdet belohnt. Beeilung ist angesagt. Stimmt, genau. Ich muss jetzt, während der an ist, durch den Stern oben durchfliegen, glaube ich. Und dann kriege ich hoffentlich ein Puzzleteil. Also ziemlich aufwendig, was man jetzt hier schon machen muss für das Puzzleteil. Aber finde ich gut so. Das wird jetzt eben immer häufiger der Fall sein, dass wir immer mehr machen müssen, um Puzzleteile zu kriegen. Nicht einfach nur, das liegt irgendwo rum. Wir müssen jetzt immer häufiger dann zuerst ein, zwei Aufgaben erledigen, bevor es dann überhaupt auftaucht, das Puzzleteil. Okay, ich muss auch wieder mehrmals durchfliegen. Aber es kam ja das Ding, also es war richtig. So, nochmal. Zack. Und ein drittes Mal. Wunderbar. Und wir kriegen sogar immer noch keins. Aber jetzt kommen wir zumindest ran. Genau, das ist jetzt innen drin im Tannenbaum quasi. Aber wir können da nämlich auch hinklettern. So.
Ah, noch ein Totenschädel. Ikambokon. Auch interessant. In einen Tannenbaum einfach reinzuklettern. Und hier sind die lustigen Gegner wieder. Und sogar ein Geschenk ist hier auch. Das passt aber. Also normalerweise legt man zwar Geschenke nicht in den Tannenbaum, sondern drunter. Aber es ist so kalt. Ich könnte etwas Wärme gebrauchen. Aber zumindest so halbwegs richtig ist das. Achso, höher klettern. So. Genau, und jetzt ganz oben haben wir halt das Puzzleteil schon befreit. Das war ansonsten eben eingefroren. Aber jetzt kommen wir dann gleich dahin. Das im Hintergrund sind, glaube ich, nur die Lichter oder so. Da komme ich mal nicht hin. Von hier aus. So, und Noten haben wir auch schon einige jetzt. Also wir kommen hier auch wieder in Freeze Easy Peak gut voran, würde ich mal sagen. So, noch höher. Rote Feder nehme ich sogar auch kurz mit. Habe ich ja jetzt wirklich einige hier verbraucht. Das ist natürlich hier in der Welt jetzt auch am krassesten, weil wenn man eine neue Fähigkeit bekommt, muss man die ja auch immer sofort einsetzen in der Welt und auch sehr oft. Und deswegen habe ich halt hier gleich viele rote Federn verbraucht. Aber es wird schon noch später auch Welten geben, wo ich auch viele Federn verbrauchen werde. Also schon wichtig, da einige mitzunehmen. So, Eier sogar 100, perfekt. Und ich bin fast noch runtergefallen. Aber da ist es. Gehör, Puzzleteil Nummer 4. Sehr schön. So, keinen Fallschaden erleiden. Okay, wunderbar. Gut. Ja, und dann würde ich sogar erstmal sagen, sind die Schneemänner jetzt wieder da eigentlich? Nee, oder? Nee, zum Glück nicht. Okay. Wenn man die Welt verlässt, sind sie, glaube ich, wieder da. Aber wenn ich in eine Sub-Area einfach nur gehe, dann sind sie immer noch weg. Okay. Genau, ich würde erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Beim nächsten Mal wird es dann hier in, soll noch die mitnehmen, in Freeze Easy Peak weitergehen. Es gibt noch einiges hier zu erkunden. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte aller Puzzleteile. Aber von den Noten haben wir schon mehr als die Hälfte. Also einiges haben wir ja auch schon gesehen. Mit dem Schneemann können wir noch ein bisschen mehr machen. Da hinten bei diesen paar Häusern waren wir noch gar nicht. Den Schalter müssen wir aktivieren. Also noch sehr viel gibt's zu tun. Und das alles kommt dann beim nächsten Mal hier in dieser Welt. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.